Aus Arbeitnehmersicht ist im Ergebnis genauso einfach. Ich habe eine Verzinsung vom ersten Euro an. 100 Euro werden sofort verzinst. Ich habe in der Regel auch einen höheren Zins oder einen tendenziell höheren Zins. Ich habe in der Regel auch eine Förderung durch den Arbeitgeber. Warum? Weil sich der Arbeitgeber das leicht leisten kann, weil der Arbeitgeber irgendwas damit erreichen will. Gestern hat mir einer angerufen, der hat gesagt, ja, wir müssen hier arbeitgeberfinanziertes Versorgungswerk einrichten, das will der Arbeitgeber so haben. Ich sage ja, weil der hat seine Mitarbeiter, IT-Branche, Beraterbranche, also Unternehmensberaterbranche, die wechseln immer nach 2-3 Jahren. Da habe ich gesagt, ne, Arbeitgeber finanziert, wenn er nach 2-3 Jahren, er macht es steuerlich geltend, er hat das Geld in der steuerfreien Sphäre und wenn die wirklich alle nach 2-3 Jahren gehen, braucht er nie was zahlen. Vielleicht ist der eine oder andere dabei, der so clever ist und sagt, ich scheide es nicht schon nach 2-3 Jahren aus, sondern erst nach 5-6 Jahren, ich warte, bis das unverfallbar ist. Dann kriegt er zwar am Schluss was, aber der Unternehmer hat auch einen Wechsel weniger. Der hat einmal weniger die Fluktuationskosten, einmal weniger die Einarbeitungskosten, einmal weniger die Stellenbeschreibungskosten und was alles damit zusammenhängt. Und ich habe gesagt, für die Argumentation ist ganz einfach. Ich will dadurch die Fluktuation mindern und ich bin auch überzeugt, dass es mindert. Irgendeiner wird einfach länger bleiben oder wird 2-3 Jahre länger bleiben. Ich kann nicht sagen, da bleibt jeder bis zur Rente. Aber können wir auch machen, dann müssen wir halt den Zins mit allen Jahren steigern. Dann ist die Motivation nach hinten immer größer. Auch solche Dinge haben wir schon gemacht. Wo kann man machen? Aber ich kann sagen, dass ein Teil der Mitarbeiter einfach länger bleiben wird. Und wenn dann trotzdem einer geht, dann habe ich durch die Fluktuation und durch die Fluktuationsgewinn immer einen Vorteil.